In diesem Video geht es um einige Anzündpatente von Patronenmunition für Handfeuerwaffen, die konventionell gefertigt wurden oder werden. Einige davon sind heute wenig bekannt oder fanden selbst zu ihrer Fertigungszeit nur eine geringe Verbreitung. Die gezeigten Patronen und Teile sind nicht in meinem Besitz, sondern befinden sich in der Sammlung von Werner Richter. Beginnen wir bei den frühen Entwicklungen und tasten uns in die Gegenwart vor. In meinen Büchern und den verschiedenen Quellen im Internet weichen die Entwicklungs- und Patentierungszeiten manchmal voneinander ab. Bitte seht mir also etwaige Abweichungen nach. Nach den Jahren des aufwendigen und zeitraubenden Prozesses des separaten Ladens von Treibladung, Geschoss und Anzündeinrichtung wurde eine Reihe von Patenten oft zeitlich überschneidend entwickelt, die diese Nachteile ablösen sollten. Die erste vollwertige Patrone, die diese drei Komponenten beinhaltete, war die Zündnadelpatrone des deutschen Schlossers Nikolaus Dreise. Er schloss seine Patronenentwicklung Ende der 1820er Jahre ab und schuf mit dem dazu neu konstruierten Gewehr die beim preußischen Heer ab 1848 eingeführte Militärwaffe. Zum Abschuss stach dabei eine Nadel durch die Pulverladung in die Anzündmasse, die sich im hinteren Teil des Treibspiegels befand. Aufgrund dieses Umstands wurde die sogenannte Zündnadel inmitten der verbrennenden Treibladung großer Hitze und Druck ausgesetzt, was sich nicht gerade positiv auf deren Einsatzdauer auswirkte. Diesem Umstand konnte man bei dessen französischer Weiterentwicklung von Antoine Chassepot entgegenwirken. Hier ist eine teilzerlegte Originalpatrone des 19. Jahrhunderts in gutem Zustand zu sehen. 1866 erhielt Chassepot sein verbessertes Patent. Die Zündnadel ragte hier nur vergleichsweise kurz in die Brennkammer. Bei beiden Systemen wurden Hülsen aus Papier oder anderen verbrennbaren Materialien verwendet, sodass ihre Waffen direkt nach dem Schuss eine neue Patrone aufnehmen konnten. Eine Eigenschaft, die keine danach in Serie gefertigte Patronenart bis zur Entwicklung des G11s über 100 Jahre später aufwies. Im Jahre 1835, also mehr als 20 Jahre vor Chassepots Weiterentwicklung, wurde ein heute nicht mehr verwendetes Zündsystem, ebenfalls von einem Franzosen, patentiert. Casimir Lefaucheux stellte Stiftzünderpatronen her, die nach hinten gasdicht waren. Dabei schlug das Schlagstück auf den Metallstift, der die Zündmasse im Innern der Hülse in einer Position einklemmt und so auslöst. Verwendung fanden diese Patronen hauptsächlich in Revolvern und Kipplaufwaffen. Nachteilig war, dass die Patronen auslösen konnten, wenn diese auf einen harten Untergrund gefallen waren. Ebenfalls musste man diese Patronen immer mit dem Zündstift richtig arretieren. Die gezeigte Patronenhülse verfügt über einen unverbrauchten Anzündsatz. Gut kann man das Metallnäpfchen mit der Anzündmasse und dem darin eingesteckten Stift erkennen. Ein ähnliches System wurde 1859 von Wilhelm Kollard entwickelt. Die Anzündeinrichtung war quasi um 90 Grad nach hinten gekippt und zentral im Hülsenboden. Des Weiteren ragte der Zündstift nicht aus der Hülse hinaus, was eine einfachere Handhabung ermöglichte. Wie so viele frühe Entwicklungen dieser Thematik stammt die folgende ebenfalls aus Frankreich. Der Büchsenmacher Louis Flaubert ließ sich im Jahre 1846, also über 10 Jahre vor dem Entwicklungsbeginn der französischen Zündnadelweiterentwicklung, die von ihm erdachte Randfeuerzündung patentieren. Er selbst stellte zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem Jahr die entsprechende Munition und Waffen her. Die Zündmasse befindet sich ringförmig im Patronenrand, der beim Abschuss zwischen Laufkante und Schlagbolzen eingequetscht wird und somit den Abschussvorgang auslöst. Die Hülsen sind nicht wiederladbar und werden heute noch unverändert benutzt, sowohl mit Kugel als auch mit Schrot. Die am weitesten verbreitete Patrone mit Randfeuerzündung, wenn auch anders als die letztgenannten, mit zusätzlichem Treibladungspulver gefüllt, ist die 22 LFB. Es dauerte ein paar Jahre bis zum Jahr 1859, wo das erste Patent zur Umgehung von Flauberts Idee eingereicht wurde. Diese Cupfire genannte Munition, ersonnen von den Herren Willard Ellis und John White, wurde aus Revolvern verschossen. Die Hülse verfügt weder über einen Rand noch über eine Ausziehnut.
Stattdessen hat sie einen geweiteten Hülsenmund, an dem sich die Patrone beim Abschlagen am Lauf des Revolvers abstützt. Diese Form erlaubt nur ein Laden in die Vorderseite der Trommel. Aus diesem Grund ist das Geschoss komplett in die Hülse eingelassen. Bei dieser Art der Zündung könnte man auch von einer nach innen verlegten Randzündung sprechen. Die Zündmasse liegt ringförmig im Boden am Rand anliegend. Der Boden selbst ist halbkugelförmig nach innen gewölbt oder hat einen nach vorne versetzten Boden, der von einer Wulst umrandet ist. Da die Waffen flache Stoßböden haben, werden diese beim Abschuss ausgeformt. Waffen und Munition wurden in den drei Kalibern 28, 30 und 42 und nur ungefähr bis 1870 hergestellt. Die Lippfeuerpatrone ist letztlich eine Randfeuerpatrone mit einem auf ein Achtel reduzierten Rand. Sie fand, wie die beiden folgenden Patente auch, hauptsächlich in den USA Verbreitung, begünstigt durch den US-amerikanischen Bürgerkrieg und der damit einhergehenden Abschottung der Südstaaten. Offiziell hieß es, man wolle Zündmasse sparen. Ethan Allen, einem Waffen- und Munitionsproduzenten mit Sitz in Worcester, ebenfalls in Massachusetts, meldete dieses Anzündsystem im Jahre 1860 zum Patent an. Diese Munition wurde von Revolvern aus dem eigenen Hause, damals Allen & Wheelock, benutzt. Waffen und Munition dieser Art wurden in den Kalibern 25, 32, 36 und 44 gefertigt. Hier eine Navy-Variante in 36. In allen Kalibern wurden zusammen nur ca. 1250 Waffen gefertigt. 1864 patentierten Daniel Moore und David Williamson ihre parallel zu der entsprechenden Waffe entwickelten Tipfire-Patrone. Geladen wurde diese Munition über die Vorderseite der Trommel. Die Zündmasse befand sich an der Zitze, welche beim Abschuss zwischen Hammer und dem Amboss an der Trommel zerdrückt wurde. Die ersten serienmäßig gefertigten Patronen dieser Art hatten eine flache Zitze, doch damit war es zu schwierig, die Patronen in der richtigen Drehung auf den Amboss zu legen. Ab 1870 wurden diese Patronen mit einer runden Zündeinrichtung gefertigt, wodurch ein schnelleres Laden unter Gefechtsbedingungen ermöglicht wurde. Sowohl Revolver als auch Munition wurden nur in den Kalibern 32 und 45 hergestellt. Letztere gab es nur mit runder Zündspitze. Die Geschosse sind ähnlich wie bei der Cupfire-Technik komplett in der Hülse versenkt. Die Gesamtsumme aller produzierten Tipfire-Revolver beläuft sich auf ca. 30.000 Stück. Ein Jahr später, 1865, hatte es wieder ein Entwickler auf die Umgehung von Flauberts Idee abgesehen. Silas Crispin aus New York versetzte den Hülsenrand einfach weiter zur Mündung, was eine mehrteilige Trommel bei Revolvern bzw. eine ausgeformte Verschlussform bei Gewehren benötigte. Gefertigt wurden unter anderem diese Kaliber 31, 36, 44 und 50. Im Bild ist eine 50er-Patrone zu sehen. Eine große Verbreitung blieb ihm allerdings versagt. Ebenfalls in diesem Jahr wurde eine Patrone von dem Amerikaner Edward Maynard patentiert, mit dickem, ausladendem Boden, jedoch ohne integriertes Zündhütchen. Ähnliche Patente mit separater Zündung für Hinterlader gab es in den Jahren davor bereits, jedoch auf diese Maynard-Patrone werde ich später noch einmal zu sprechen kommen. Zentral im Patronenboden befindet sich ein Loch, wo der Zündfunke durchschlagen soll. Das nächste erläuterte Zündsystem ist die Berdan-Zündung. 1866, in diesem Jahr war das französische Zündnadelgewehr ausgereift, hat der US-Amerikaner Hiram Berdan diese moderne, noch heute verwendete Zentralfeuerzündung patentiert. Anders als die Randzündung des vorgenannten Erfinders handelt es sich hierbei um ein Zentralfeuersystem, das heißt, die Anzündvorrichtung befindet sich in der Mitte des Patronenbodens. Die Zündmasse befindet sich in einem Weichmetallnäpfchen, welches in eine Vertiefung im Patronenboden eingelassen ist. Um einen Schuss auszulösen, wird die Anzündmasse zwischen Schlagbolzen und einem Widerlager, dem sogenannten Amboss, eingeklemmt. Der Amboss ist Teil der Hülse. Die Zündfunken gelangen üblicherweise durch zwei kleine Kanäle in den Pulverraum.
Man könnte sagen, die Hülsen haben ein kleines Piston wie eine Vorderladerwaffe, die zu der damaligen Zeit noch sehr verbreitet war. Hauptsächlich werden solche Patronen vom Militär verwendet oder bei Stahlhülsen, da sie nur schwer wiederzuladen sind. Nun, im Folgejahr, nämlich 1867, komme ich wieder auf die angekündigte Patrone von Maynards zurück. Der Erfinder erweiterte seine Idee und das nicht nur theoretisch. Er verkaufte ein Aufrüstsystem für seine im Umlauf existierenden Exemplare. Dieses gut erhaltene Originalstück besteht aus zwei dünnen Kupferscheiben, deren hintere eine kleine Zündpelle in einer durchstanzten Ausbuchtung enthält. Durch das Aufstecken dieses Näpfchens wurde eine komplette Patrone erlangt. 6 Jahre später fertigte Maynard ausschließlich Patronen mit dieser Zündeinrichtung. Burns Idee aus dem Jahre 1866 wurde 2 Jahre nach dessen Patentierung im Jahre 1868 von dem Briten Edward Boxer aufgegriffen. Technisch ist Boxers Fertigungsart Berdans Patent ähnlich, doch der von der Hülse unabhängige Amboss ermöglicht ein einfaches Wiederladen. In der Hülse befindet sich die sogenannte Zündglocke, in der das Anzündhütchen mit dem Amboss eingesteckt wird und ein im Vergleich zur Berdanzündung großer Zündkanal. Zum Wiederladen kann man einfach von vorne mit einem kleinen Metallstift durch das mittig angeordnete Zündloch das Anzündhütchen mit dem Amboss ausstoßen. In dem neuen Anzündhütchen ist bereits ein neues Widerlager vorhanden. Fast alle Zentralfeuer-Zivilpatronen und selbst zahlreiche Militärpatronen der heutigen Zeit sind mit dieser genialen Technik ausgestattet, Schrotpatronen ausgenommen. Im selben Jahr verwirklichte Colonel Bennett vom Frankfurt Arsenal in Philadelphia eine heute ausgestorbene Technik. Im Innern der Hülse wurde ein Näpfchen mit zwei Zündkanälen eingesetzt, welches den kompletten Hülsenboden bedeckte und durch eine Querkerbung der Hülse in Position gehalten wurde. In dem Zwischenraum befand sich mittig eine Tasche mit der Anzündmasse. Der Amboss war anders als bei den meisten Patenten ohne eine Spitze zur Druckkonzentration des Schlagbolzens konstruiert. Zunächst verwendete man verzinnte Eiseneinlagen, ab 1870 wurden solche aus Kupfer verwendet. Aufgrund der aufwendigen Fertigung wurden diese nach wenigen Jahren zugunsten der preisgünstigeren Berdan- oder Boxerzündung eingestellt. Ein ähnliches System wie die Boxerzündung haben die heute üblichen Schrotzünder 209. Dieses wurde um das Jahr 1870 von dem französischen Erfinder Ernest Goupilard als Patent bestätigt. Hier ist es die Darstellung des US-Patents aus dem Jahre 1876, wo die Brennkammerseite in der Zeichnung nach unten zeigt und der Stoßboden direkt oberhalb der Darstellung anliegen würde. Die heutigen Schrotzünder haben eine leichte Modifikation erfahren, die ich in der Darstellung vorgenommen habe. Sie bestehen aus 3 Teilen. Das Näpfchen mit der Zündmasse, rot, sehr schmal am spitzen Ende des Amboss, den Amboss, grün, der aus einem Metallplättchen besteht, und der äußeren Trägerhülse, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Es ähnelt einer kleinen Patronenhülse, durch die sich das Widerlager erstreckt. Fast alle Schrotpatronen haben heute dieses System, obwohl diese kaum wiedergeladen werden. Während des Zweiten Weltkriegs hat man versucht, Kleinwaffenmunition mit elektrischer Zündung zu konstruieren. Vorteile sind die ausbleibende Schlosszeit und die fehlende Mechanik, sodass theoretisch ein Abzugsgewicht von einem Mausklick eingestellt werden kann. Manche Spezialmunition oder Waffen lassen sich auch auf diese Weise störunempfindlicher oder kompakter konstruieren. So beispielsweise bei der P-11 Unterwasserpistole mit 5 Schuss. Zivil wurden Anfang der 1990er Jahre bei Föhre 2 Kaliber für ihre seriengefertigten Jagdwaffen hergestellt. 5,7 mm UCC, hier in Gelb, und 6 mm UCC in Türkis, beide mit jagdlichem Teilmantelgeschoss. So, das waren erst einmal die Patente und Anzündarten, die ich heute kurz erläutern wollte. Wenn ich jemandem etwas Neues gezeigt habe oder sogar Interesse an dieser vielfältigen Thematik geweckt oder gestillt habe, dann freut mich das. Jede Form von Lob oder höflicher Kritik finde ich gut. Schreibt's mir einfach in die Kommentare.